Schwanfelder hat auch den Spielern immer einen reingedrückt, stehen so auf, die Rasenheizung ist überhaupt nie an. Und Paul Breitner ist wohl mal zu ihm gegangen und hat gesagt, Herr Ahlenfelder, Sie pfeifen für den Arsch. Da sagte Wolf-Dieter Ahlenfelder, Herr Breitner, Sie spielen für den Arsch. Wolf-Dieter Ahlenfelder, der wahrscheinlich beste Schiedsrichter der 80er Jahre in Deutschland. Ich werde bei meinen Scudetto-Abenden häufig gefragt, ob die Passage aus meinem aktuellen Buch, dieses hier, tatsächlich stimmt. Die Passage mit Wolf-Dieter Ahlenfelder. Naja, wahrscheinlich so oder so ähnlich ist sie tatsächlich passiert. Was aber auf jeden Fall stimmt, das kann ich beweisen, ist, dass ich dieses Trikot damals vom Wolf-Dieter Ahlenfelder persönlich geschenkt bekommen habe. Welch große Ehre. Und dieses Trikot trägt er in dem folgenden kleinen Video. Und wir beamen uns zurück in die 80er Jahre und in Kaiserslautern flogen des häufigeren Flaschen aufs Spielfeld. Wie man damit umzugehen hat als Schiedsrichter, beweist sehr eindrucksvoll Wolf-Dieter Ahlenfelder. Da kam natürlich der Einsatzleiter rein und sagte, Herr Ahlenfelder, der kam dann mit so einem Rucki-Docki und was nicht. Ja. Sagt Herr Ahlenfelder, wir haben heute einen Großeinsatz hier. Ja, ist er und? Sagt er, wie wollen wir das denn handeln hier? Wie soll das denn überhaupt vonstatten gehen? Also, mach doch keinen Scheiß da. Ich sag, leere Pulle, sofort zurück. Was? Ich sag, sofort zurück. Ja, sagt er, und volle? Sag, einsammeln. Einsammeln. In der Halbzeit werden wir uns lecker einkredenzen. Von Ente Lippens können Sie anscheinend nicht genug bekommen und deshalb auf vielfachem Wunsch noch ein kleiner Ausschnitt vom Scudetto-Abend. Diesmal natürlich thematisch passend etwas über Schiedsrichter. Viel Vergnügen. Wenn wir weiter so fotografieren, dann werden wir auch noch braun vom Blitzlicht. Aber Sie sind eigentlich mit allen Schiedsrichtern gut ausgekommen und Walter Eschweiler war eins Ihrer... Ja, Walter war. Ich kenne nicht Walter Eschweiler, der war ja so ein bisschen dünn mit Flaschenbeine. War so ein bisschen... Ne? Latin-Kreuz, wie man sich eben den Stocksteifen vorstellt. So, André Lehr war ein prima Kerl und ja, wir haben uns oft unterhalten während des Spiels. Eckball für uns, aber die große Ecke, dann kam er raus und hat gesagt: Na, Wilhelm, wir gehen zu Hause und kommen wieder. Und dann ist der Walter, wir gehen jetzt sehr jung, soll ich jetzt die Ecke schießen? Ja, oder du bist gefault worden, hast am Boden gelegen, dann kam er vorbei, so in seiner Art, dann kam er vorbei und... Jungs, denkst du mal, hast du was verloren? Ich war noch ohne Geld dabei, vorsichtig. Spielen Sie mal Schiedsrichter war in den 60er Jahren eine beliebte Rubrik im Kicker. Schauen Sie sich dieses Bild hier ganz genau an und überlegen Sie zu folgender Fragestellung ganz genau. Der Schiedsrichter hat einen Elfmeter verhängt, der Torhüter verlässt daraufhin sein Tor und der linke Läufer stellt sich zwischen die Pfosten. Darf der Schiedsrichter diesen Torhüterwechsel zulassen? Knifflige Frage, oder? Aber beantworten Sie die Frage bitte so, wie sie in den 60er Jahren zu beantworten hätte sein müssen. Und schicken Sie Ihre Antwort bitte hierhin. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Das hier und jetzt eingeblendete Buch. Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben, es ist das Einzige. Viel Glück. Die schönsten Anekdoten kommen immer noch aus England, wie wir heute schon ein paar Mal mitbekommen haben. Da spielte in irgendeiner unseren Klasse, was bei uns Kreisklasse ist, oder Kreisliga, spielte einer, der hatte bei einem Arbeitsunfall einen Arm verloren, spielte aber trotzdem Fußball. Das heißt, der Trikotärmel flatterte immer so leer darum. Irgendwann flog ihm der Ball dagegen, pfiff der Schiri Hand. Da war der Typ natürlich stinksauer, ging zu dem Schiedsrichter und mit der Hand, die er tatsächlich noch hatte, hat er dem Schiedsrichter eine gepflastert. Und dafür kriegt er die rote Karte. Der Fußball ist schon kurios. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Glück auf. Wenn einer zu mir sagt, du fallst wie ein Arsch und ich sag, du spielst wie ein Arsch, dann ist der Fall erledigt.